Dieses Jahr ist etwas ganz Schreckliches passiert. Mein Steuerberater hat mir das erste Mal, seit wir eine Vertragsbeziehung haben, Schokolade geschickt. Und das lässt leider nicht das Beste für die Jahresendabrechnung erwarten. Und das war so der Punkt, an dem ich mir überlegt habe, so naja, was gibt es denn noch an alternativen Unternehmensformen, die vielleicht auch weniger Bürokratie, weniger Stress und vielleicht auch mehr Möglichkeiten für den Einzelnen bedeuten, vor allem im ehrenamtlichen Bereich. Der nächste Talk geht genau darum, wie können wir uns besser, wie können wir uns anders organisieren und gibt es nicht Alternativen zur klassischen spießigen Unternehmensform? Ayuvo und Ferrojam haben sich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt und haben Erfahrungen damit, wie man eine Genossenschaft gründet. Einen herzlichen Applaus für diesen Talk. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank dafür, hier bei Chaos West präsentieren zu dürfen. The Rojam ist an den Folien von Anton vom Netz 39 aus Magdeburg. Selber Ayuvo, C-Base, C3D2, CCCP. Wir möchten euch eine halbe Stunde lang etwas über ein Projekt erzählen, was seit etwa anderthalb Jahren in unseren Kreisen diskutiert wird. Ich soll es etwas grundsätzlicher angehen und ein paar praktische Informationen kommen zum Ende des Vortrages. Der Arbeitstitel ist Hacker-EG. EG steht für eingetragene Genossenschaft, eine Rechtsform so wie die Aktiengesellschaft oder die GmbH oder andere mehr, die man so kennt. Wenn ihr auf mediaccc.de Hacker-EG eingebt, dann findet ihr einen Vortrag von den Datenspuren und einen Lightning-Talk dazu. Dies hier ist sozusagen ein Update. Bevor wir erzählen, was eine Genossenschaft ist, erstmal das einzige schöne Bild in diesem Vortrag. Anton, magst du was dazu sagen? Ja, wir dachten uns ein kleines Bild mit einer schönen Bank und dem kleinen Hinweis, setzt euch doch hin. Stehen ist immer ein bisschen blöd, deswegen sitze ich auch. Aber Ayuvo, der steht gerne und läuft ein bisschen gerne, wenn er redet. Daher dieses schöne Bild. Okay, so kennt man so aus Großvaters und Urgroßvaters Zeiten eine Genossenschaft. Entweder man hat ein Konto bei der Raiffeisenbank oder man wohnt bei der Wohnungsgenossenschaft. Man kennt vielleicht noch aus dem Dorf die Winzergenossenschaft, wo der Weinbauer so seinen Most hinbringt, damit daraus Wein würde und dieser abgefüllt und vermarktet. Möglicherweise trifft einen als Handwerker auch mal das Schicksal, Mitglied in einer Handwerker-Einkaufsgenossenschaft zu sein und so weiter und so fort. Es gibt Tausende und Zehntausende davon. Es ist gar nicht so einfach, eine zu gründen, aber viele Leute machen das sehr gerne und wir wollen mal erzählen, warum das bei uns im Chaos vielleicht auch eine sehr gute Idee wäre. Also, ich soll es ein bisschen grundsätzlich halten. Seit Jahren schon werde ich ab und zu mal um Rat gefragt. Ich bin nun so ein Chaos-Urgestein und jeder weiß, dass ich früher ganz viel mit Wirtschaft und Geld und Dingen zu tun gehabt habe, nunmehr Frührentner. Und Leute fragen mich wegen allem, man kennt das ja, wegen ihrer Steuer, ihrer Existenzgründung, ihren Fördermitteln, ihrem beliebigen Antrag und so weiter. Und viele von uns im Chaos machen sinnvolle Dinge neben ihrem Brotjob, den man in dem Universum da draußen nun mal hat, und müssten dafür eigentlich Geld einnehmen, könnten das auch, tun es aber nicht, weil es ist viel zu viel Bürokratie. Jeder kennt das. Man betreut nebenbei zwei, drei Webseiten, hat irgendwie beim Verein ein Wiki laufen, fixt mal wieder am Wochenende den Server von irgendeinem Bekannten und so weiter. Und auf die Frage hin, soll ich dir einen Schein geben, sagt man, ach na, lieber nicht, weil man ist ja quasi mit einem Bein in der Illegalität und ein Gewerbe anmelden für zusammengerechnet 1500 Euro im Jahr ist vielleicht auch nicht gerade so lohnend. Selber bin ich Podcaster. Meine Hörer würden mir gern mal ein paar Euro in den Hut werfen. Viele Leute machen das auch. Aber ich weiß von anderen Podcastern, wenn man nun nicht gerade das kommerziell betreibt, sondern wie ich mehr so als Hobby, dann lohnt es sich beim besten Willen nicht, deswegen ein Gewerbe anzumelden und womöglich noch Umsatzsteuer abzuführen und was noch alles zu tun ist. Wenn ich also ein Unternehmen hätte, was ich nebenbei dazu benutzen könnte, mein Geld wenigstens nicht verfallen zu lassen und einem sinnvollen Zweck zuzuführen, oder wenn es mal viel Geld ist, mir vielleicht irgendwas für meinen Podcast zu kaufen, dann wäre das auch mal ganz schön.
Andere von uns haben einen Job bei einem Arbeitgeber, der das nicht so gerne sieht, dass man 1000 Nebentätigkeiten hat und schon gar nicht, dass man damit Geld verdient. Okay, aber niemand kann einem verbieten, Aktien der Daimler-Benz AG zu kaufen. Niemand kann einem verbieten, Mitglied bei Borussia Dortmund oder auch bei der Hacker EG zu werden. Und der Hacker EG einen Vertrag mit seinem Kunden zu vermitteln, geht auch. Das geht den eigenen Arbeitgeber gar nichts an. Das so ein bisschen zum Warum und Wozu. Ich werde ein paar konkrete Fälle gleich noch bringen. Schalt mal weiter. Es gibt, wie gesagt, zwei Vorläufer und wir werden ein kleines Wiki befüllen, wo auch alle Folien drin sein werden, wo auch FAQs gemacht werden und so weiter. Das wird in den nächsten Wochen wachsen. Hacker kennen beide Lösungen. Die Domain hatte ich noch rumliegen. Das ist alles schön provisorisch hier. hkbl.de, bitte nicht rummüllen drin oder so. Es ist ein HT-Access davor aus Dollargründen. Das Passwort gibt es, wenn man eine Mail an eine E-Mail-Adresse schreibt, die am Ende gezeigt wird. Das ist nur, damit das ein bisschen in der Chaos-Familie bleibt. hkbl.de zeigt auf dem Wiki, was Rojem auf seinen Server getan hat. Also auch da bitte nicht müllen und so. Es ist alles schön Chaos intern. So, was ist eine Genossenschaft? Ganz kurz ein bisschen Theorie. Man unterscheidet im Allgemeinen zwei Haupttypen, nämlich die Fördergenossenschaft und die Produktivgenossenschaft. Der erste Teil ist zumindest in Deutschland heutzutage der häufigste. Den kennen wir alle. Ziel der Fördergenossenschaft ist die Förderung der Wirtschaft ihrer Mitglieder, wie es so schön heißt. Das heißt, die Genossenschaft arbeitet für die Mitglieder und erst in zweiter Linie für sich selbst. Die Wohnungsgenossenschaft vermietet Wohnungen an ihre Mitglieder. Die Raiffeisenbank erbringt Bankdienstleistungen für ihre Mitglieder. Die Dachdecker-Einkaufsgenossenschaft kauft Dachdeckerbedarf für die Dachdecker, die bei ihnen Mitglied sind. Ziemlich einfache Geschichte. Was es auch noch gibt, aber in Deutschland relativ selten ist, in anderen Ländern ganz häufig, ist die Produktivgenossenschaft. Da sind die Mitglieder bei ihrer Genossenschaft angestellt und arbeiten da. Also zum Beispiel Handwerker tun sich zusammen und sagen, warum soll ich, bleiben wir im Bild, als Dachdecker mit einem Lehrling und zwar einem Jungen, einem Altgesellen in meinem kleinen Betrieb vor mich hinmachen und mir alle Maschinen selber kaufen. Ich kann mich da auch mit zweien oder dreien zu einer Genossenschaft zusammentun. Dann sind drei Meister, vier Gesellen, fünf Lehrlinge, zwei Bürokräfte bei einer Genossenschaft angestellt. Die Rechnung schreibt die Genossenschaft. Und die Leute privat sind ganz normale Arbeitnehmer und haben ein relativ bürokratiefreies Einkommen und sind gleichzeitig Mitunternehmer. In beiden Fällen sollte die Genossenschaft Gewinn machen, dann wird er entweder einbehalten bei der Genossenschaft und die arbeitet damit oder aber an die Mitglieder ausgeschüttet. Und es funktioniert genauso wie bei der GmbH oder der Aktiengesellschaft. Also niemand kann einem verbieten, einfach einen Anteil, so heißt das, nicht Aktie, sondern Anteil an der Genossenschaft zu kaufen und dann eben Dividende zu bekommen. Warum will man das? Es gibt ja schon viele davon. Es gibt Wünsche aus dem Chaos, nämlich ob des Unbehagens, aber auch des Optimismus, dass man das ein bisschen besser machen kann als in dieser Welt da draußen. Ich bleibe mal einen Moment bei dem Produktivgenossenschaftsgedanken. Sicherlich können wir gerade am Anfang nicht einfach mal 10 von uns anstellen und uns klassischen Themen widmen wie der IT-Security, dem Erbringen von Webdienstleistungen, der Administration von Servern oder sowas. Wir müssen in allererster Linie uns selbst helfen, denn auch das ist der Genossenschaftsgedanke. Die Soft- und Hardwarelösungen, die wir für unsere Mitglieder brauchen, müssen wir uns halt selber bauen, aber das können wir ja auch leicht. Gleichwohl gibt es Gründe, sich mal vorübergehend von seiner Genossenschaft auch mal anstellen zu lassen. Man hat vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre lang in seiner Genossenschaft immer schön so ein paar Einnahmen verschafft und entweder werden die in großen Topf geworfen und gleichmäßig verteilt nach den Beschlüssen der Generalversammlung oder aber man möchte von diesem Geld abzüglich einer gewissen internen Administrations- und Chaossteuer auch mal was wiederhaben, dann kann es sein, dass es ganz praktisch ist und bürokratiefrei, sich zum Beispiel mal für ein paar Monate bei seiner Genossenschaft einen Minijob zu klicken. Und dann kriegt man bürokratiefrei und relativ steuerarm sein Geld wieder und hat keinerlei Probleme mit Finanzamt, Berufsgenossenschaft und was da sonst noch alles so wäre, wenn man Unternehmer würde. Es kann auch sein, dass man mal einen Job wechselt
oder aus irgendwelchen Versicherungsgründen, weil man gerade mal einen Job im Ausland hatte und in Deutschland wieder einen sucht und eine ordentliche Krankenkasse braucht, dringend mal eine Anstellung braucht. Na gut, wenn die Kohle da ist und der Kunde an die Genossenschaft zahlt oder man hat sich vorher schon mal verdient gemacht und Geld eingezahlt, dann kann man das relativ problemlos lösen. Also eine Genossenschaft ist ein Unternehmen, was bei Bedarf mir als Mitglied hilft, in das ich sozusagen ein- und austreten kann, wenn ich es mal brauche. Es gibt auch einfachere Fälle. Und ich werde da gleich noch im Detail drauf eingehen. Ganz klassisch, wer von euch schon mal versucht hat, einen Container Hardware aus China zu importieren, der weiß, was für ein Nerv das ist, wenn man kein Unternehmer ist oder kein Unternehmen oder ein solches an der Hand hat. Auch solche, in Anführungsstrichen, Kleinigkeiten kann so eine Hackergenossenschaft hervorragend erledigen. Und da kann man sogar ein Interface bauen, wo man die nötigen Daten einbaut. Der Vorstand klickt das frei. Man muss natürlich darauf gucken, dass die Genossenschaft auch rechtzeitig das Geld hat und so weiter. Und dann geht das Ganze seinen Gang. Ja, Motivation also. Genossenschaft kann der eigene Arbeitgeber sein. Es ist was für Unternehmer und Freiberufler. Es erschließt neue Beschäftigungsformen. Ja, man kann mal so wie bei uns und nicht wie da draußen arbeiten. Es ist was für neue und für volatile Märkte. Wer weiß, was für Zeiten noch auf uns zukommen im Chaos. Und auch da kann es ja mal ein Element von Solidarität sein, dass man eine Genossenschaft hat, die einem das Arbeiten leichter macht. Und es ist auch Solidarität und Ermöglichung. Je nachdem, was die Mitglieder wollen, kann man durchaus auch bei uns im Chaos Dinge crowdfunden, solidarisch untereinander sein, Lobbyismus, Philanthropie, was auch immer betreiben. Immer in dem Ausmaß, wie Geld und Arbeit und guter Wille und demokratische Willensbildung vorhanden ist. Denn das ist in der Genossenschaft so. Es wird abgestimmt nach Köpfen, nicht nach Kapital. Und man wählt Vertreter, nämlich einen Aufsichtsrat und einen Vorstand. Und dieser Vorstand bestellt womöglich auch noch einen Geschäftsführer, wenn nötig. Und die machen dann für eine festgelegte Amtsperiode alles, was in der Genossenschaft nötig ist. Es ist also sozusagen ein Verein mit verschärften Bedingungen, wo es um Geld geht, wo jedes Mitglied Geld einzahlen muss, sich mit einem Anteil beteiligen am Kapital der Genossenschaft, wo man je nach Satzung und Beschlusslage auch Beiträge bezahlen muss und wo man natürlich, so man etwa Angestellter ist, natürlich auch einen Chef hat. Und wenn es der Vorstand der Genossenschaft oder der Geschäftsführer ist, da kommt man eventuell nicht drumherum. So, Unbehagen, Not und Nöte. Ich wollte etwas grundsätzlich sein. Genossenschaft ist in der Tat eine Rechtsform aus und für die Not geboren. Der Herr Raiffeisen hat im vorletzten Jahrhundert Leute gesammelt, die während der ersten industriellen Revolution arbeitslos geworden waren und überhaupt nicht mehr mit der neuen Welt klarkamen. Es waren vor allem Handwerker und Bauern auf dem Lande. Und bei jeder volkswirtschaftlichen Krise und Umwälzung, und wir alle diskutieren seit Jahren, welche das sein könnten, gab es mal Zeiten, wo die Genossenschaften einen enormen Aufschwung genommen haben, wenn nämlich, wie man das früher sagte, die Erkenntnis wuchs, hilf dir selbst, so hilft dir Gott, oder auch einer für alle und alle für einen. Das sind alles so Genossenschaftssprüche, die früher auch noch gerne mal am Kornspeicher der Bauerngenossenschaft oder sowas in verwitterter Inschrift dran standen. Das war mal eine richtig bittere und harte Wahrheit. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei dem, was uns in unserer Volkswirtschaft und in der Weltwirtschaft bevorsteht, wir vielleicht auch im Chaos mal ganz gut bedient sind, wenn wir eine genossenschaftliche Struktur aufbauen. Ja, es gibt immer eine Teilmenge von Lösungen, das muss ich hier deutlich betonen. Alles allen wird sich wahrscheinlich auch in der Genossenschaft politisch nicht durchsetzen lassen. Also solche Ideale gab es auch mal, solche Genossenschaften gab es auch durchaus mal. Alle arbeiten in einen Topf und was am Monatsende übrig ist, wird zu gleichen Teilen verteilt. Das hat natürlich seine Grenzen, darum wählt man ja auch Aufsichtsräte, Vorstände und hält mindestens einmal im Jahr eine Versammlung ab, um halt zu beschließen, wie geht's weiter, was darf in der Genossenschaft gemacht werden und was nicht. Eine Genossenschaft lebt ganz wesentlich davon, dass man sich eben mit vielen zusammentut. Es ist eine Idee, die durch viele verwirklicht werden muss. Deswegen unter anderem stehen wir hier. Wir sind bisher so irgendwas zwischen 30 und 45 Leuten, die das verwirklichen wollen. Wir wollen gern so um die 100 werden, denn so eine Genossenschaft in Gang zu setzen, kostet Geld und Arbeit und das macht nur Spaß, wenn man das auf viele verteilen kann. Wobei es völlig okay ist, dass die einen mehr interessiert sind und mehr Arbeit reintun und irgendwelche Frontends für uns schreiben, irgendwelche Werbung für uns machen, unser Geld verwalten oder was auch immer. Oder auch gegen schmale Reisekostenerstattung im Aufsichtsrat tätig sind.
und andere, die einfach in Anführungsstrichen ihren Taler in den Hut werfen und mal gucken, was daraus wird. Das ist alles okay. Also es geht darum, dass wir viele sind. So, ich will mal ein paar Möglichkeiten und Unmöglichkeiten hier aufschreiben. Eine Genossenschaft ist immer dann gut, wenn ich mit vielen gemeinsam im Prinzip gleiche Dinge machen kann und wenn ich sie standardisieren und automatisieren kann. Ich kann mir in unseren Kreisen, solange wir das so einigermaßen so gestalten, dass wir auf die Mitglieder und über das Chaos so ein bisschen zumindest sozialen Zugriff haben, dass so viel Vertrauen da ist, dass wir sagen, gut, man kann sich für den Containerimport per Interface eine Zollnummer klicken, man kann sich so möglicherweise relativ schnell per Interface eine Rechnung klicken für einen Kunden, für den man irgendwas getan hat. Man kann sich anschließend, wenn man genug Geld in den Genossenschaftstopf getan hat, mal für ein paar Monate einen Minijob klicken oder vielleicht auch einen 451-Euro-Job, manchmal sehr praktisch zu haben, gerade wenn man im Moment im Ausland arbeitet. Man kann auch ein Crowdfunding veranstalten, innerhalb der Genossenschaft, entweder auf eigene Rechnung oder auf Rechnung der Genossenschaft. Warum denn nicht? Und weil das alles innerhalb eines Unternehmens stattfindet, ist das auch rechtlich sehr, sehr viel einfacher. Eine ganze Menge Legal Fu fällt weg, wenn man das als Genossenschaft macht und nicht als einer alleine. Und eine Genossenschaft kann auch rechtssicher und langfristig Geld für einen aufbewahren und dann anschließend die richtigen Verträge schließen. Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass man per Interface sozusagen intern erstmal eine Idee ankündigt und daraus mit genügend Support und mit genügend Einzahlung von Geld eine Idee wird, die dann durch die Genossenschaft verwirklicht wird. By the way, weil es so schwierig ist, und naja, aufwendig ist, eine Genossenschaft zu gründen, weil die eine gewisse Anzahl von Mitgliedern, eine gewisse Anzahl von Geld erfordert, ist sie auch recht kreditwürdig. Nicht, dass ich sie mit Millionen verschulden will, aber es ist für eine Genossenschaft relativ einfach, bei Händlern und Dienstleistern relativ gute Konditionen zu bekommen. Da muss man ansonsten schon eine einigermaßen mittelgroße GmbH haben, um sich derart zu etablieren. Es ist ein Instrument der Selbsthilfe. Es gibt flexible Standardoptionen, es sind alle möglichen Ideen denkbar, auch Solidarität selbstverständlich. Ja, es ist durchaus möglich, das kann ich mir vorstellen, dass man im internen Forum postet, also Mitglied Y hat Dollar folgendes Problem, so und so könnten wir ihm helfen, klickt mal bitte hier. Und dann wird vielleicht intern ein bisschen Geld auf den entsprechenden Titel geschaufelt und der Betreffende kriegt zum Beispiel einen befristeten Job oder was immer gerade gemacht werden muss. Oder die Solidarität innerhalb der Genossenschaft ist dann doch etwas überstrapaziert, weil Member Z jetzt ungefähr 500 Mannstunden in irgendwelche IT gesteckt hat und soll doch mal ein bisschen Geld haben. Auch das kann man dann mit modernen internen Kommunikationsmethoden zur allgemeinen Zufriedenheit regeln. Also, eine Genossenschaft kann Unternehmen für die Mitglieder sein, man kann alles outsourcen, was so Schalenkompetenzen sind, also auch so hässliche Sachen wie Buchführung, Steuer und so weiter. Das macht alles der einem selbst gehörende Arbeitgeber, enorm praktisch die Geschichte eigentlich. Man muss auch was dafür bezahlen, also die Genossenschaft kann nicht nur Anteile verkaufen oder zeichnen lassen und Beiträge erheben. Sie kann natürlich von ihren Mitgliedern auch Gebühren nehmen und Umsatzanteile. Also irgendeine interne Chaossteuer wird es schon geben müssen. Aber wenn man damit den ganzen anderen Hässel, den man sonst hätte vergessen kann, ist das möglicherweise ein gutes Geschäft. By the way, ein gutes Geschäft ist es nur dann, wenn in der Genossenschaft so Größenordnung 100 Leute mitmachen. Ansonsten ist der Admin-Anteil zu hoch. Es macht natürlich keinen Spaß, wenn von 1.000 Euro Umsatz am Ende keine 500 bei einem hängen bleiben. Und dazu müssen wir relativ viele sein. Man kann eine Genossenschaft auch nicht mal ebenso mit ein paar Klicks im eigenen Crowdworking-Space oder so gründen. Es wird geprüft von einem Genossenschaftsverband, wo man hingehen muss, gegen Tausende von Euro Gebühren, ob man auch eine stabile Konstruktion hat, ob man ein richtiges Büro hat und im Zweifel auch mindestens einen Angestellten, der mit der Bürokratie so etwa Bescheid weiß. Ansonsten bekommt man das sogenannte Testat nicht und wird nicht ins Genossenschaftsregister eingetragen und kann auch nicht anfangen zu arbeiten. Also es kostet ein bisschen Geld und es dauert ungefähr ein Jahr von wir fangen an bis zu wir sind eingetragen. Darum wollen wir jetzt in 2019 auch endlich mal loslegen, nachdem wir das ein gutes Jahr in unseren Reihen diskutiert haben. Ja, zum Fördern Produktivgenossenschaft habe ich schon was gesagt. Mischformen sind möglich und auch Rollenwechsel sind möglich. Ja?
im Lauf des eigenen Lebens ändert sich das ja auch ein bisschen. Es ist völlig okay, wenn ich damit anfange, dass ich als Podcaster sage, meine paar Pfennig von meinen Hörern gebe ich mal meiner Genossenschaft, damit sie überhaupt irgendjemand kriegt. Es kann damit weitergehen, dass ich irgendwie nebenbei für jemanden einen Server administriere, der will mir ein bisschen Geld in den Hut werfen und dann sage ich, gib's mal meiner Genossenschaft. Vielleicht macht das irgendwann jemand regelmäßig, dann sage ich vielleicht, okay, hör mal, Genossenschaft, ich habe jetzt hier irgendwie 500-600 Euro Umsatz im Monat, gib mir mal einen Minijob, behalt den Rest, könnte auch ein Deal sein. Und irgendwann sagt man vielleicht hier, ich habe hier noch drei andere Nerds, wir haben folgendes gigantisch geniale Projekt, wir wollen nicht extra eine GmbH gründen, dürfen wir das im Rahmen der Genossenschaft machen. Falls das Projekt richtig schön fliegt, wollen die drei Nerds vielleicht irgendwann das selber weitermachen oder es wird einfach viel zu groß für die Genossenschaft. Das ist kein Problem, dann legt sich die Genossenschaft eine Tochter GmbH zu, überträgt das Geschäft dahin und verkauft die zu gegebener Zeit an die drei Nerds und ist nur noch Dienstleister. Ganz flexibel geht so über die Jahre. Okay, schalten wir weiter. Ja, Nebeneinnahmensammler. Ich will ein paar Sachen etwas konkretisieren. Die Genossenschaft ist in diesem Falle Vertragspartner des Kunden. Das bedeutet natürlich auch, der Vorstand sollte darüber informiert sein, was man denn im Namen der Genossenschaft so für Verträge macht. Das muss man natürlich standardisieren. Mal eben klicken kann man, aber nur das, was der Vorstand freischaltet. Und wenn man von der vorgegebenen Lösung abweicht, dann muss das eben besprochen werden. Wie bekommt man sein Geld nun? Entweder als Lohn oder als Gewinnanteil, das kommt drauf an. Auf jeden Fall bürokratiefrei. Ja, Genossenschaft als Bezahlplattform, das ist ganz, ganz attraktiv. Viele von uns, die kleine Beträge von vielen einnehmen könnten oder gerne wollen, haben das Problem, dass man das alleine in Deutschland im Grunde nicht hinkriegt. Also wenn ihr versucht, eine Bezahlplattform zu finden, die euch nicht mindestens ein Drittel des Geldes wegnimmt, wo man per Kreditkarte bezahlen kann, wo man Lastschriften ausstellen kann, dann lohnt sich das häufig bei den Beträgen, die am Ende bei euch ankommen sollen, überhaupt nicht. Das kann die Genossenschaft ihren Mitgliedern zur Verfügung stellen und kann sagen, liebe Leute, ich habe folgende Dienstleistung für euch und das Geld geht bitte an die Hacker EG, die dann hoffentlich auch einen guten Namen hat und wo die Empfänger deiner Leistungen sich gut aufgehoben fühlen. Die andere Möglichkeit ist, die Genossenschaft ist Dienstleister. Weil man eben auch als kleiner Unternehmer diese Probleme hat, kann man auch sagen, hör mal, liebe Genossenschaft, ich werde gerne Mitglied bei euch. Ich würde gerne eure Plattform für mich nutzen, aber nur als Dienstleister. Da muss man nur den entsprechenden Vertrag machen. Und dann ist es auch völlig okay, wenn die Bezahlplattform der Genossenschaft für ein Mitglied auf dessen Rechnung benutzt wird. Das ist alles möglich. Crowdfunding, auch hier wieder, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Genossenschaft ist selber Vertragspartner. Das heißt, die Investoren und Geber zahlen an die Genossenschaft und die investiert dann und ist Rechtsträger. Oder sie sammelt in Anführungsstrichen nur Geld ein und ist Dienstleisterin des Mitglieds. Beides ist möglich, kommt auf den Einzelfall an. Aber in vielen kleinen praktischen Dingen, wir wollen irgendwas Nettes zum Kongress bauen, es kostet 1500 Euro. Jeder, der uns 15 Euro klickt, kriegt ein T-Shirt oder so. Da ist es ganz günstig, wenn man das die Genossenschaft machen lässt. Geht aber auch in größer. Nächste. Mhm. Ja, Spendensammler, genau sowas. Das ist so mein praktischer Use Case Podcaster. Ne? Viele, die so plattformfrei und frei und schön mit Soße und Schaf podcasten, so wie ich mit meinem kleinen Technik- und Sozialgeschichte-Podcast, der hat so 5000 Hörer oder so und 500 davon würden wir mir gern mal jeden Monat einen Euro schenken. Das wäre auch schon mal ganz geil, um ein paar Kosten zu decken, so für Reisen und sowas, für Aufnahmen. Aber als Rentner habe ich wirklich keinen Bock dazu, dieses Geld einzunehmen, zu verbuchführen, zu versteuern, wo ich doch ansonsten mit dem Finanzamt überhaupt nichts mehr zu tun habe. Also ich werde liebend gerne über die zu errichtende Spendenplattform der Genossenschaft sagen, so liebe Hörer, macht mal einen Dauerauftrag oder benutzt Dienstleister XYZ oder meinetwegen auch Abbuchungsverfahren, da bin ich flexibel. Und wenn ihr meinen Podcast fördern wollt, dann gebt mal der Hacker EG ein bisschen Geld. Und da kommt eine ganze Menge zusammen. So, Unternehmen zum, okay, wir waren schon weiter. Unternehmen zum Ein- und Austreten hatte ich bereits gesagt. Es gibt bezahlte Funktionsträger und auch dienstleistende Mitarbeiter. Es kann durchaus sein, dass ich abwechselnd mal Funktionär,
Angestellter und Lieferant meiner Genossenschaft bin und die ganze Zeit bin ich Mitglied. Das ist alles okay, solange formularmäßig die richtigen Verträge da sind und die können wir ja heutzutage in modernen Formen miteinander schließen. Zumal auch da innerhalb der Genossenschaft eine Menge Dinge einfacher sind. Da brauchst du halt nicht Massen von AGB und Haftung und Versicherung und sowas alles. So, schalt mal ein, weiter bitte. Genau, dann gibt es so Dienstleistungen, die in der Regel sehr ungern erbracht werden und wo die Erbringer der Dienstleistung einem Standesrecht unterliegen und viele Dinge nicht so einfach dürfen oder nur gegen gewisse standardisierte Gebühren. Zu dieser Gilde gehören insbesondere die Rechtsanwälte, die Steuerberater und die Wirtschaftsprüfer, ferner dann auch noch Architekten und andere mehr. Wir alle kennen die Situation vielleicht, wenn man Mitglied in so einem Mieterverein ist. Ne, dann ist ja der Sinn des Mietervereins meistens, dass die Anwälte beschäftigen als Angestellte, die das Mitglied dann beraten, wenn es mal Ärger mit dem Vermieter gibt. Und natürlich braucht man als kleiner Nebenbei-Unternehmer manchmal auch Rechtsberatung und Steuerberatung. Vielleicht will die Genossenschaft auch, dass wir Lobbyismus und Aktivismus oder auch Philanthropie betreiben und sagen, wir wollen dies oder jenes Projekt aber unbedingt haben. Und wir scheuen uns vielleicht auch nicht, uns da auf Gebiete des Rechts zu begeben, wo wir uns mal verteidigen oder rechtfertigen müssen für das, was wir tun. Also sollte die Genossenschaft sinnvollerweise auch intern oder extern solchen Sachverstand bereithalten, der für die Mitglieder zur Verfügung steht. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn ich eben zum genossenschaftlichen Vertrags- oder Vertrauensanwalt gehen kann mit meinem kleinen Business-Problem oder was auch immer es sei und nicht erstmal nach Rechtsanwaltsgebührenordnung oder Gesetz heißt das heutzutage, einen rechtsgültigen Vertrag schreiben muss und die gesetzmäßigen Gebühren zahlen. Es wird einfach wesentlich günstiger. Es ist also auch denkbar, neben diesen Pflichtbestandteilen, Rechtsberatung, Steuerberatung, auch andere Dinge untereinander anzubieten, die dann auch intern verrechnet werden. Es kann also zum Beispiel sein, dass jemand sagt, okay, alle Leute brauchen irgendwie so einen Server mit den und den Leistungen. Ich habe hier einen, aber es lohnt sich alleine gar nicht. Ich biete den mal intern in der Genossenschaft an, hier Mitglieder-Sonderpreis. Jeder, der irgendwie ein bisschen Space braucht, kann das bei mir machen. Und Abrechnung innerhalb der Genossenschaft sorgt auch für eine ganze Menge Entspannung. Dazu muss man auch noch nicht mal Unternehmer sein. Das kann auch unter Mitgliedern so sein, dass die Genossenschaft sowohl Anbieter als auch Nachfrager ein und derselben Dienstleistung ist. Es vereinfacht die Sache. Jo. Was wären nun die nächsten Schritte? Wir haben gleich noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ich will noch ein bisschen erklären, wie wir uns das vorstellen. Wir hätten gern so ungefähr 100 Interessenten, unverbindlich. Interessent wird man, indem man eine E-Mail schreibt an eine Adresse, die wir nachher einblenden, mit dem Betreff Interesse. Anschließend kriegt ihr alle eine E-Mail, wo drin steht, was haben wir als nächstes vor. Und damit wir auch wissen, ob ihr das ernst meint, werden wir von 100 Leuten Hausnummer jeweils 100 Euro einfordern, zumindest als Verpflichtungserklärung. Es kostet nämlich 10.000 Euro, nicht etwa an Kapital, ne, so bei der GmbH muss man 25.000 Euro haben, sondern es kostet 10.000 Euro Gebühren sozusagen, um überhaupt eine Genossenschaft zu gründen. Das macht keinen Spaß, wenn man bloß zu zehnt ist, kann man machen, aber ein Tausender für Notting vorweg ist was anderes als ein Huni. Also hoffen wir, dass noch ein paar mehr Leute auf die Idee Lust haben. Was machen wir dann? Ja, wir werden ein Wiki aufsetzen, ein paar FAQs vollschreiben, irgendwann mal zu einer Versammlung einladen, einen Workshop machen, abfragen, was ihr denn alles so könnt. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Kaufmann, den einen oder anderen Juristen, der irgendwie in der IT gelandet ist. Die können wir auch alle gebrauchen. Und wir werden uns dann am Rande oder vor oder nach Chaos-Veranstaltungen zusammensetzen im kommenden Jahr und werden zusammenschreiben, was wir alles an Texten brauchen, werden ein paar To-Do-Listen machen, was zu tun ist, hoffentlich noch ein paar Mitglieder werben. Und anschließend, oh Wunder, nicht etwa eine Genossenschaft gründen, sondern einen Verein. Wieso einen Verein? Ganz einfach, wenn ich euch sage, gebt mir mal jeder einen Huni, dann muss ich dem Finanzamt erklären, was der Hunderter soll. Also gründet man, wie es in Deutschland ist, zunächst mal einen Verein und der hat einen einzigen Zweck, nämlich die Gründung einer Genossenschaft. Der hat dann nämlich ein Konto bei der Raiffeisenbank hinter Tupfingen, da zahlt jeder seine 100 Euro ein und von diesem Geld wird dann ein Jahr lang Gebühren bezahlt, bis endlich die Genossenschaft im Register steht. Nur dafür. Und dann schreiben wir die Vereinssatzung, der Verein hat sich erledigt, sobald die Genossenschaft, Hacker-Genossenschaft Franz Nord EG oder so, im Register steht. Dann ist der Verein wieder tot.
Wie gesagt, es dauert ungefähr ein Jahr, Kapital zu sammeln, die Gründungsprüfung des Genossenschaftsverbandes über sich ergehen zu lassen, die Eintragung zu beantragen und vornehmen zu lassen und den Geschäftsbetrieb aufzunehmen. Wenn wir also irgendwann mal so bis zum Easter Hack mit 100 Interessenten soweit sind, dann können wir eventuell, wenn wir uns ranhalten, zum nächsten Kongress hier Vollzug melden. Das ist also etwa der Zeitplan. Für den Fall, dass jemand ganz dringend irgendein Projekt hat, könnte ein bisschen knapp werden. Schalt mal weiter. So, mach mit. Wie meldet man Interesse an? Man schreibt eine E-Mail, man bekommt in 2-3 Wochen eine Meldung zurück und hoffentlich bald eine verbindliche Beitrittserklärung zu dem Genossenschaftsgründungsverein. Der wird auch eine Versammlung abhalten am Rande von Dollar Chaos Veranstaltung. Da muss man nicht unbedingt hingehen, physisch mit der Schneckenpostzettel zurückschicken, reicht erstmal. Dann kommt es unangenehmer, man muss nämlich Geld einzahlen. Wie viel steht auf dem Zettel? Größenordnung habe ich eben genannt. Ja, und dann müssen wir uns elektronisch und face-to-face mal 2-3 Mal zusammensetzen und zur demokratischen und inhaltlichen Willensbildung und zur Funktionsträgerwahl kommen. Denn eine Genossenschaft hat auch Organe, also Anzahlen von Menschen, die für die Genossenschaft Beschlüsse fassen. Und was sie auf jeden Fall haben muss, ist ein Aufsichtsrat von mindestens 3 Personen und Vorstand von mindestens 2. Das ist das Mindeste. Und möglicherweise wird der Vorstand noch einen Geschäftsführer bestellen, der irgendwie ja, in Höhe eines Minijobs oder so bezahlt ist und die tägliche Bürokratie macht. Das müssen wir mal miteinander ermitteln. So, hier nochmal ein paar Links zur Vorgeschichte. Das kommt natürlich auch alles in das Wiki rein. HKBL, Eselsbrücke, Hacker kennen beide Lösungen oder welches Akronym euch auch immer dazu einfällt oder welche Erklärung dazu. Wir haben einen Account auf Mastodon, HackerGeno at Chaos Social, aber wenn ihr HackerGeno eingibt, dann sollte euch eigentlich euer Client das Richtige sagen. Den werden wir in den nächsten Tagen anfangen zu bespielen. Anton macht das. Und da können dann auch schon mal so die ersten Rückfragen, Kontakte und so weiter sein. Da kann man auch rückfragen, an welche E-Mail muss ich nochmal schreiben? Wie war nochmal das Wiki? Wie war nochmal das HT-Access für das Wiki? Das kann man da alles fragen. Das braucht ihr euch jetzt nicht unbedingt zu merken. Einfach nur mal Arbeitstitel Hacker-EG auf mediaccc.de vielleicht mal die Vorträge und die Slides davor angucken. Das wäre schon ganz günstig. Und dann, schalt nochmal weiter, danken wir fürs Zuhören. Antone wollte noch was sagen. Genau, danke fürs Zuhören. War gut, dass ihr da seid. Und so wie ihr jetzt hier sitzt, solltet ihr eigentlich alle eine E-Mail schreiben, dass ihr mitmachen wollt, weil dann halten wir die 100 Leute, glaube ich, schon voll und werden sogar schon drüber. Kann sein. So, hier ist die Adresse. Schleichwerbung für meinen Podcast. Das ist der einzige Mail-Server, den ich selber administriere. Ich habe da auch keine Lust, mir neue Fragen zu stellen. Nicht drin rummeln, sonst wie. Der ist nicht besonders geschützt. Einfach nur bitte dahin schicken. Genauso oben das Wiki, hkbl.de, ist irgendeine olle Domain, die ich umgebogen habe. Da ist erstmal nichts hinter. Er hostet das bei sich zu Hause auf seinem Server unter seinem Schreibtisch. Also auch da bitte hab Nachsicht. Das ist hier ein internes Chaos-Projekt, ja. Ja, und bei diesen Quellen hier werdet ihr dann so langsam Informationen zurückbekommen. Verbreitet gerne im Chaos, in eurem Hackspace diese Idee. Jeder kennt jemanden, der das eigentlich brauchen können müsste, aber noch im Moment noch nicht weiß, dass es die Lösung gibt. Und sagt einfach, geh da mal hin. hkbl.de, geh da mal hin. Da werden also alle Slides, alle Vorträge verlinkt. Da gibt es eine FAQ. Und möglicherweise auch bald ein paar Formulare schon, sodass man ein bisschen sehen kann, auf was man sich da einlässt. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt im kommenden Jahr 2019 dazu kommen, zum 36C3 dann so die Gründungsfeier der Hacker-EG halten zu können. Das wäre ganz, ganz toll. Also verbreitet die Nachricht in unserer Familie und meldet euch. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir gleich zu Fragen. Ja, vielen, vielen Dank für diesen ganz wunderbaren Vortrag. Organisiert euch, bildet Banden, ja? Genau. Gründet eine Genossenschaft, dann könnt ihr euch nämlich auch Genossinnen und Genossen nennen. Das stimmt. Genosse, dann kann man sogar Genosse-Vorsitzender werden. Ja. Also hier könnte der nächste Genossen-Vorsitzende sein. Meldet euch und macht mit. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen und ich sehe auch schon, es gibt welche aus dem Publikum. Auf beiden, ich ja. würde vorschlagen, wir fangen mit dieser Seite hier an. Ja, danke für deinen Vortrag. Ich habe tatsächlich mit dieser Idee, irgendwie eine Genossenschaft zu gründen, auch schon mal
gespielt aus ähnlichen Motivationen, die du hier auch genannt hast. Schwierige Zeiten, bla bla, die Verwaltung irgendwie so ein bisschen einfacher zu machen. Meine Idee war dann halt immer, dass irgendwann mal aus so einem Zusammenschluss von GbRs zu gründen oder so. Also ich habe eine GbR, Freunde, die in einem ähnlichen Sektor arbeiten, haben auch eine GbR und dann wächst man das quasi irgendwie daraus. Jetzt hast du schön beschrieben, wie das mit dem Verwaltungsaufwand ist und dass man tatsächlich mehr Mitglieder braucht als irgendwie so zwei GbRs zusammen oder so. Jetzt wäre quasi mein Bedenken und meine Frage, wenn ich jetzt quasi anfange, mein Business über diese Genossenschaft zu erledigen, muss ich dieser Genossenschaft ja vertrauen. Also ich muss quasi 99 anderen Leuten vertrauen, dass sie dann mit diesem Geld, was ich quasi für die Genossenschaft erwirtschafte, dann auch gute Dinge machen. Kannst du mir irgendwie da erklären, warum ich euch vertrauen sollte oder irgendwie meine Sorgen da so ein bisschen entgegenkommen? Ich glaube, das kann ich. Das fängt bereits damit an, dass das hier eben keine öffentliche Veranstaltung ist, sondern HTX davor ist und ich gerne möchte, dass es so im weitesten Sinne in der Chaos-Familie ein bisschen bleibt. Was das Vertrauen angeht, musst du vor allem Vertrauen in den Vorstand und den Aufsichtsrat deiner Genossenschaft haben. Das heißt, es ist ganz klar personalisiert, die Leute, mit denen du da redest, denen musst du so viel Vertrauen entgegenbringen, dass du sagst, ich übertrage mein Geschäft. Du sagst, mehrere GbRs, ich habe einige Anfragen von Leuten, die bisher so nebenbei mehr schlecht als recht als GbR, als UG oder so irgend so ein Nebenbusiness haben, was im Grunde genommen zu gut ist, um es dicht zu machen, aber zu schlecht, um dann eine eigene Firma für zu haben. Das kann man alles an die Genossenschaft übertragen und den alten Laden in geordneten Formen dicht machen. Das ist je nach Rechtsform ein bisschen verschieden. So, was ist für den Fall, dass drei Nerds haben Projekt X und ziehen das über die Hacker-EG hoch und wollen es irgendwann selber machen? Ja, das ist unter anderem Sinn der Genossenschaft. Man kann von vornherein, wenn man es bedacht hat, einen Vertrag machen zwischen den drei Nerds und der Genossenschaft, wie das mal werden sollte. Also ab Umsatz X passiert Folgendes. Oder aber die Betreffenden gehen zum Vorstand und sagen, wir möchten das jetzt gerne selber machen. Wenn dem Vorstand das nicht gefällt, gehen sie zum Aufsichtsrat. Und wenn dem das auch nicht gefällt, gehen sie zur Notgeneralversammlung, so heißt das bei der Genossenschaft, und sagt, wir wollen jetzt selber. Ich habe es vorhin kurz mal angemeldet. Das ist ganz normal. Start-up über die Genossenschaft bedeutet zum gewissen Punkt, gründet die Genossenschaft, zum Beispiel eine GmbH oder was immer nötig ist, und die Gründer übernehmen diese dann anschließend und benutzen die Genossenschaft nur noch als Dienstleister. Das ist vorgesehen und möglich. Rückfragen. Ja, also würdest du das schon eher für die quote-unquote kleineren Projekte empfehlen, also für meine kleinen Nebenprojekte und jetzt nicht unbedingt meine komplette freiberufliche Existenz da in die Genossenschaft rein zu verschieben? Also ich am Anfang habe, wenn wir ganz neu gegründet sind, hätte ich etwas Bedenken, Leuten zu sagen, gib uns mal alles, was du hast und mach dich dann sozusagen voll und ganz von uns abhängig. Der Haupt-Use-Case ist der Nerd, der nebenbei ein, zwei Projekte hat und dafür was braucht. Ich habe auch ein paar Fragen bekommen von Leuten, denen es im Grunde prekär schlecht geht. Man kann in der Genossenschaft auch solidarisch helfen, aber für die Gründungsphase sind das wahrscheinlich auch nicht die richtigen Kandidaten. Die sollten vielleicht mit ihrem bisherigen Business nochmal aufhören und mit Hilfe der Genossenschaft nochmal einen Neustart machen. Also wenn es schon die Karre schon halb im Dreck steht, dann werden wir gerade am Anfang die da nicht rausziehen können. Ja, okay, danke. Ja? So, die nächste Frage kommt aus dem Internet. Ah, dieses Internet. Man hört so viel davon. Gibt es das immer noch? Okay, ich habe hier die Spielverderberfrage. Welche Risiken siehst du für Anteilseignerinnen über den Verlust des Anteils hinaus? Kann eine Genossenschaft pleite gehen? Fragezeichen. Ja, eine Genossenschaft kann pleite gehen, aber die Zeiten, wo die Mitglieder der Genossenschaft mit ihrem gesamten Geld für die Schulden der Genossenschaft hafteten, die sind seit ungefähr 150 Jahren vorbei. Du haftest mit dem Geld, was du eingezahlt hast oder mit dem Geld, was du noch einzuzahlen hast. Also du zeichnest einen Genossenschaftsanteil, der wiederum hat einen gewissen Nennwert, ein sogenanntes Geschäftsguthaben. Das musst du entweder sofort oder innerhalb definierter Frist bei der Genossenschaft einzahlen. Wenn der Laden pleite macht, ist dieses eingezahlte Geld weg und darüber hinaus eventuell auch noch das, was du der Genossenschaft noch an Einzahlungen schuldest. Mehr nicht. Wenn du ansonsten einen Vertrag hast, was noch zu kriegen hast, dann ist das ganz normales Konkursverfahren. So, die nächste Frage. Ich sehe dort drüben noch jemanden stehen. Hast du eine Frage? Ja. Wie ist das, wenn ich jetzt Hardware verkaufen will? Über diese?
über diese Genossenschaft, dann habe ich ja auch so Probleme wie die Altgeräteentsorgung. Wird es dann auch darüber abgedeckt? Kannst du etwas dicker sprechen? Du kommst so dünn an hier. Wenn ich jetzt über die Genossenschaft Hardware verkaufen möchte, habe ich so Probleme wie die Altgeräteentsorgung. Mhm. Mhm. Wie funktioniert es da? Die Genossenschaft hat genau dieselben Probleme, wie du sie hättest, aber du hast sie mit 100 anderen oder mit 10 anderen Hardware-Nerds zusammen hoffentlich. Das heißt, wir müssen die Lösung nur einmal implementieren. Es kann sein, dass wenn du mit einem sehr speziellen Entsorgungsproblem ankommst, der Vorstand sagt, das ist uns zu viel Geld, das machen wir erstmal nicht, oder such dir mal noch 5 andere, die sowas auch machen müssen. Das kann dir passieren. Aber grundsätzlich, die Genossenschaft ist genau dafür da, diese ganzen formalen Probleme, wie zum Beispiel Recycling-System, Altgeräteentsorgung, Zertifizierung und so weiter zu erledigen. Danke. Vielen Dank für diese Frage. Als nächstes hier am Mikrofon. Dankeschön. Kurze Probefrage, weil ich jetzt zu spät war. Habt ihr schon den Vergleich zu IT-Kollektiv gezogen? Nein, dann muss ich sagen, ich habe so wenig Infos zum IT-Kollektiv. Okay, dann nur kurze Zusammenfassung, da gab es vorgestern einen Workshop. Die Idee ist da, eine ganz normale GmbH zu gründen, aber mit einem Gesellschaftervertrag, der demokratische Teilhabe und so genossenschaftsähnliche Dinge festlegt. Ja. Wie siehst du diese Strategie im Vergleich zu jetzt Genossenschaft, die ja auch noch so ein paar rechtliche Spezialregelungen beachten muss? Also die halbwegs kollektiv gestaltete Gesellschaft mit beschränkter Hoffnung ist eine Rechtsform für eine übersichtliche Anzahl von, ich sag mal, 5 bis 20 Leuten, deren Interessen sich in so einem GmbH-Vertrag regeln lassen. Die Genossenschaft ist mehr was für 100-plus-Mitglieder, die standardisierte kleinere Einzelleistungen von ihrer Genossenschaft abrufen. Was eben, wie gesagt, nicht heißt, dass nicht mal aus der Genossenschaft raus Leute sich selbstständig machen. Das geht. So, wir haben noch Zeit für eine weitere Frage. Ja, hallo, danke für den Vortrag. Also ich finde es eine super Idee und ich glaube, ich habe auch eine Idee, wie das ein super Erfolg werden könnte. Wenn man sich vielleicht am Anfang auf die Sachen konzentriert, die jeder von uns ungern macht, dann würde das ein wirklicher Knaller werden, weil dann würde jeder sofort dann Gewinn drin sehen, dass er so ein bisschen seinen Steuerkram vereinfacht und diese ganze Bürokratie, Steuerberater, Rechtsanwalt und so weiter, Overhead, wie du ja vorgestellt hast, jetzt den Mail-Server und den Webspace und so, das kriegen die meisten auch selber hin. Also vor allem vielleicht die unliebsamen Sachen zentral viel effektiver regeln, wie so die Einzelkämpfer machen können. Dann wäre das eine super Sache. Und vielleicht auch nicht nur so die Nebeneinnahmen, sondern auch vielleicht auch die Einzelkämpfer, wo als Selbstständige irgendwie halt sich durchschlagen, sich auf die fokussieren. Weil wenn dann Leute sich trauen, praktisch das über euch zu machen oder über uns zu machen, dann wäre das halt eine wirkliche Erleichterung, dass nicht jeder das alles selber machen muss. Du hast im Prinzip die Reihenfolge schon ganz richtig beschrieben. Wir müssen mit den Dingen anfangen, die jeder braucht und die uns am meisten bedrücken. Und in welchem Umfang man wie speziell werden kann, das entscheidet dann im Lauf der Reise der Vorstand zusammen mit dem Aufsichtsrat. Das ist eine politische Frage. Aber du hast völlig richtig erkannt, am Anfang machen wir mal das, was jeder braucht. Wie gesagt, mein Traum ist, dass man auf einer internen Webseite, auf einem Formular sich zusammenklickt, was man jetzt gerade braucht und dass man auf die Weise 90% der Mitgliederbedarfe schon mal abbilden kann. Okay. So, wir hätten noch eine weitere Frage aus dem Publikum. Okay. Jetzt einfach mal gefragt. Wenn ich persönlich noch nicht wertschaffend bin und vielleicht erst in 5 bis 10 Jahren wertschaffend bin, hat das für mich dann trotzdem irgendeinen Sinn, da schon beizutreten oder mit dabei zu sein? Oder sollte ich dann erst in 5 bis 10 Jahren drüber nachdenken? Nö, überhaupt nicht. Egal, ob du erst in der Zukunft mal die Genossenschaft brauchen könntest oder sie mal gebraucht hast und solidarisch dabei bleiben willst. Das ist ja gerade der Witz. Du baust ein Netzwerk, du bist Mitglied, du zahlst in dem Fall dann deinen überschaubaren Beitrag, hast deinen Anteil eingezahlt und kannst jederzeit mit der Genossenschaft und in der Genossenschaft deine Dinge tun. Also es ist absolut nicht nötig, dass man da ständig ein- und austritt. Das ist bei der Genossenschaft sogar kompliziert, wer das schon mal gemacht hat. Ne? Eintreten geht noch so halbwegs, aber Austritt, bis man dann so seine Kohle wieder hat und so, das dauert dann immer so 1,5 Jahre. Also eine Genossenschaft ist schon was Stetiges, was man normalerweise so von der Wiege bis zur Bahre, wie das so schön heißt, immer schön macht, wie das früher auf dem Dorf so war. Nicht? Da wurde der Täufling, nachdem er aus der Kirche getragen wurde, erstmal bei der Genossenschaft angemeldet
Und die hat dann auch zum Begräbnis nebenan den entsprechenden Kranz abgelegt. So war das mal damals. Ja, herzlichen Dank für diesen super Vortrag. Okay. Und wir sind mit unserer Zeit jetzt schon am Ende. Also daher nochmal der Appell an euch. Bildet Banden, bildet Genossenschaft. Genau. Join the Genossenschaft now. Und ja, einen herzlichen Applaus nochmal für diesen Vortrag. Dankeschön. Ja.